Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen nach zwei Trainingseinheiten. Wir haben gestern Nachmittag unsere offensive Abwehr gewidmet, eine neue Variante da eintrainiert. Und man kann nicht sagen, dass es perfekt gelaufen ist, aber haben schon Fortschritte gemacht. Ja, ist natürlich ein Stück weit eine neu zusammengewürfelte Mannschaft und man weiß noch nicht so genau, wie wir jetzt auch beim Spiel dann miteinander harmonieren werden. Wir müssen die Zeit, die wir haben, so gut wie möglich nutzen, um das dann auch, ja, um die Sicherheit so reinzubekommen, dass keiner mehr irgendwie im Spiel nachdenkt, sondern dass dann jeder mit Vollgas auf die Hütte geht im Angriff und dass wir nicht lange überlegen müssen, wer für wen zuständig ist, sondern dass wir da auch das alles im Kopf haben, in welcher Situation wir uns befinden, auf welcher Position, in welcher Deckungsformation und was auf uns zukommt. Fünf Wochen raus, das ist eigentlich dieselbe Zeit, die man noch im Sommer hat von der Sommervorbereitung. Und da fehlt einfach dieses Gefühl für die kleinen Aktionen, für ja auch Handlungsschnelligkeit und die ganzen Sachen. Sonst Krafttraining und Laufen war ich dann individuell, beziehungsweise während der Quarantäne natürlich nicht, aber dann danach. Aber so, wie gesagt, diese ganzen kleinen Aktionen, da fehlt einfach so ein bisschen das Gefühl dafür. Da ist man einfach vielleicht mal eine Zehntel, zwei Zehntel zu langsam. Und das spürt man dann wirklich dann in den ersten Trainings. Ich hoffe, dass es dann noch in den nächsten Tagen einfach besser wird.